Ich sag mal, war ja auch gefühlt auch nur eine Fleischwunde, aber es wird ja infektiös irgendwann. Darum geht's ja hauptsächlich. Ja, klar. Dass halt da keine Infektionen oder so reinkommen. Ja, ist ja richtig. Boah. Ja. So, den könnte ich jetzt finishen. Den Dude. Den lassen wir jetzt mal ein bisschen dichter kommen. Boom. So, und dann haben wir das nämlich auch schon hier gelöst. Ja, man merkt halt, dass ich halt viel mit dem Bogen spiele. Naja, spricht ja letztendlich nichts dagegen. Bist du von rechts irgendwo beschossen? Ja. Um. Ich weiß. Okay. Aber da der Typ einfach zu kacke ist zum... Treffen. Zum Aimen. Mein Gott. Als ob er sich halt jedes Mal ein bisschen weiter weg bewegt. Kann man sich da halt die Zeit lassen. So. Also. Normalerweise spielt... Tatsächlich eigentlich mit einer zu hohen Sense, um genauer entspannter zu aimen. Aber gut. Das ist ja hier relativ uninteressant, ehrlich gesagt. So, kurz mal das durchblenden. Gucken. Oh, da muss ich nämlich weiter. Da bin ich damals, das weiß ich noch, zum Anfang erst komplett falsch gelaufen. Und zwar bin ich damals zurückgelaufen, weil normalerweise ist es ja so, von da, wo die Gegner kommen, geht's halt weiter. Nee, die kommen einfach nur aus seinem Rücken. Und sind auch gemein. Und komplett uninteressant, darum halt dieser Überlebensmodus. Der den einen. Achso. Ja, ja. Nein, falsch. So. So, und jetzt können wir nämlich hochkurbeln. Das finde ich halt cool, dass man halt wirklich die neu erlernten Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, auch teilweise wirklich einsetzen muss. Oh, infiltrieren Sie den Palast. Na Lara, heute nichts zu sagen. So. Die verarbeitet immer noch den Schmerz. Ja. Glaube ich, das ist... Ich gerade fügt... Shotgun nutzen wir jetzt eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Wir können die... Hilfemodus, erweitertes Magazin nehmen wir mal mit. Das nehmen wir nochmal mit. Nehmen wir mit. Dann haben wir auch schon kein Ding jetzt mehr. Weil die Pistole, beziehungsweise das Sturmgewehr hier, werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Da draufhin ein bisschen sparen. Das sind halt so die Sachen, die man so am meisten nutzt. Wo ich zumindest nutze. Was ist los? Was ist los? Roth wird ein bisschen verfolgt. Was ist los? Er hat ein bisschen laufen, ist doch okay. Wie können die so leben? Oh. Das frage ich mich beim einen oder anderen Menschen tatsächlich. Oh mein Gott. Quinn. Okay. So. Ja, ja, ich... Ah! Wer denn jetzt hier? Mein Gott. Interessant, dass die halt sowas haben. Ist das eine Alarmanlage oder ist das jetzt einer, der da gerade rumbrüllt? Die Alarmanlage ist hier im Game. Ja, das ist mir jetzt klar. Aber ich meine, ist das in-game einer, der rumbrüllt oder eine richtige Alarmanlage? Richtige Alarmanlage, genau da, wo ihr hinterstellt. Boom, tot. Die Typen sind halt nur nervig. Die Dynamitschmeißer. Weil manche haben halt einen Helm auf, dann brauchst du halt den einen oder anderen Schuss mehr. Nächster Kurbel da. So, damit ist es eigentlich nur noch eine. Okay, oder auch nicht. Tschüss. Tschüss. Ist halt cool, dass halt die eigentlich... So, abdrücken. Mein Gott.
Kann der mal die Schnauze halten, bitte? Ja, gleich. Mach wieder weiter. Auf Besuch. Ja. Zwei Leute schon. Machen wir es halt so, mein Gott. Na komm. Zack, das war aber... Okay. Ach, lang. Na komm schon. So. Kommt da irgendwer Großes schon hier an? Nee. So. Können wir uns auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen ausstatten. Das ist natürlich jetzt alles, ja, gewehrtechnisch eigentlich so ein bisschen gewesen, was man hier machen sollte. Dass man halt wirklich die MP halt nutzen soll, aber gut. Wir haben es auch anders hingelöst. Wir haben es halt mit dem Bogen wieder mal gemacht. Beziehungsweise halt mit der Pistole zum Ende. Da. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch sogar. Die Frage ist, wie du... Oh. Oh, okay. Normalerweise... Nur so viel zum Thema, du kannst auch kurbeln. Ich dachte eigentlich, dass ich kurbeln kann, aber... Da. Naja, was wird es für einen Sinn machen, wenn du kurbelst? Du rufst ja sozusagen nur deine Gegner ran. Ja. So. Zack. Aber dass er manchmal halt dann nicht wirklich runterfällt, das ist halt auch so ein bisschen so, Dann nehmen wir da nochmal so ein kleines Collectible-Sammelobjekt mit. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Ja, recht, du musst das. Mhm. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Weil das sind ja auch wahrscheinlich originale Artefakte, denn ich weiß nicht, ob es ausgedachte sind oder ob das... Artefakte sind, die es wirklich gibt. Also. Dementsprechend ist es immer so ein bisschen schwierig. Die Outsiderin ist hier. Ja, ja. So. Das war ein sauberer Kopfschuss. Okay, der bewegt sich nur nicht, weil er schon saß. Nicht. Ja. Der chillt nur noch. Nein, der Typ muss auf jeden Fall weg. Der da. Das ist nämlich ein Dynamitwerfer. Wenn man das Dynamit trifft, glaube ich, müsste er sogar selber explodieren oder in Brand gesetzt werden. Was? Fetzt dir mal so eine Hand weg. Mhm. So, und hops. Da bin ich dann tatsächlich beim allerersten Mal durchspielen durch, Gegengehüpft? Gegengehüpft. Stabil. Na gut, man könnte ja auch annehmen, dass du dran hüpfen musst und dann hoch. Ja, das müssen wir hier dran. Frage ist halt, welche Seite. Aber das gucken wir uns erstmal an. So, und... Ups. So. Jetzt können wir hier oben drauf erstmal chillen. Bis wir, mein Gott. Bis wir halt da angekommen sind, wo wir ankommen. Oder ankommen sollen. So. Da hinten... Nein. Ja. Kann man natürlich eigentlich schon draufschießen, bringt aber nichts.
gedacht halt, weil halt alles so, ja, wenn man vermint ist, dass man den Turm vielleicht zum Einsturz bringen kann, aber... Einfach nur zum Gegner killen, oder? Ja, genau. Das ist wirklich halt einfach nur dazu da, um halt die Gegner leichter zu killen, wenn man da jetzt drauf schießen würde. So. Oh. Unten. Oh. Zack. Genau. Das Zielen ist auch nicht so dem seine Stärke, ne? Nee. Dem seine schon? Ja, der trifft die ganze Seite, ja, ne? Ohne Rückstoß. Ja gut, der hat halt, der braucht auch gefühlt auch nur draufhalten. So, macht's gerade ein bisschen einfacher halt mit der Pistole. Genau, ich muss drüber. Na, Muni kriegst du ja. Ja. Dann mach gleich rum. So, rupfen wir mal ein bisschen die Deckung alles weg. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Das ist jetzt auch wieder... Oink. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Ja. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Genau, müssen natürlich immer noch weiterhin zu dem Palast. Das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, um Sam zu retten oder überhaupt erstmal zu checken, was hier überhaupt abgeht. So, jetzt müssen wir da hinten weiter. Hops. Na, mal gucken. Da ist doch schon wieder so eine Hangelwand, als ob hier gerade... So. So. Das ist knapp. Ich hab sie. Okay, das war ein Sniper. Scheiße. Boah. Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay, ja gut. Rettungshubschrauber M888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus.